Ciao ragazzi! Willkommen zu einer neuen Folge von Interior. Ich bin Katrin und heute geht es vor die Tür. Ich zeige euch, wie man italienisches Urlaubsfeeling auf die Terrasse bzw. auf den Balkon zaubert, wenn man die richtigen Materialien und Farben benutzt. Andiamo! Im letzten Jahr war ich in der Toskana im Urlaub und es war einfach traumhaft schön. Diese Olivenberge, diese wunderschönen Städte, Weinberge, Zypressen, einfach draußen sein. Und genau diesen schönen Flair möchte ich mir jetzt nach Hause holen auf meine Terrasse. Für die Möbel empfehle ich euch welche aus Metall. Sie sind stabil und pflegeleicht. Stein und Metall sieht man ganz oft in diesen süßen kleinen Cafés. Holz hingegen eher weniger, das kommt in diesen Regionen eher selten vor. Diese coolen Metallstühle passen hier super hin. Was das Schöne an der Toskana ist, es ist nicht perfektionistisch. So ein bisschen Unordnung ist erlaubt, zum Glück. So passen nämlich diese Stühle in verschiedenen Formen und Farben perfekt hier rein. Der Tisch aus Stahl ist pulverlackiert. Dieser Lack ist besonders beständig und schützt auch vor Rost. Man kann den Tisch also problemlos draußen stehen lassen. Ich finde ja den Grünton so schön frisch. Auch die anderen Möbel sind aus Metall. Hier habt ihr genügend Platz für Deko und natürlich auch fürs Weinglas. Die richtige Stimmung bekommt ihr durch die richtigen Farben. Azurblau zum Beispiel oder ein freundliches Gelb. Die Mischung ist sommerlich und fröhlich. Diese Farben hier, die sieht man in der Toskana ganz oft. In den Zitronen, die überall wachsen, im Meeresblau, im Himmel und in der Keramik. Eine weitere Farbe darf nicht fehlen. Terrakotta. Dieses Material ist ganz typisch für die Toskana. Es gibt es hier schon seit ungefähr dem 11. Jahrhundert. Und in Florenz ist sogar die Kuppel des Doms damit bedeckt. Naturmaterialien machen euren Balkon oder eure Terrasse schön gemütlich. Ich nutze Seegras und Bast. Ganz wichtig für den Italien-Flair, die richtigen Bäume. Ihr könnt zum Beispiel Olivenbäumchen nehmen oder Lavendelbüsche oder wie ich hier eine Zitrone. Wer lange draußen sitzen möchte, braucht natürlich auch Schutz für die Haut, ob in Italien oder in Deutschland. Dieser Schirm hier hat einen Sonnenschutzfaktor von mindestens 80. Zum perfekten Italien-Flair gehören natürlich lange Abende auf der Terrasse mit Rotwein. Und dafür braucht ihr die richtige Beleuchtung. Perfetto, das sieht doch richtig schön sommerlich und gemütlich aus. So richtig Urlaubsfeeling. Wie holt ihr denn euer Urlaubsfeeling nach Hause? Erzählt es mir gerne und schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ich euch inspirieren konnte, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Und ich sage einfach ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Katrin.